So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color. Und ja, wir waren hier stehen geblieben, wir haben das Tutorial endlich hinter uns gebracht, Gott sei Dank. Und der alte Sack hat uns genügend Informationen gegeben, die wir brauchen, damit wir in unser Abenteuer durchstarten können. Oh ja, wir haben Strip-Pokémon-Karten erlernt. Und ja, mal gucken, wen wir als erstes ausziehen. Nein, Spaß. Wir gucken jetzt erstmal. Ich kann euch jetzt einiges mal so ein bisschen zeigen. Ich zeige euch mal die Welt mehr oder weniger. Hier kann man, glaube ich, soweit ich weiß, sehr gut Booster bzw. Energiekarten oder sowas in der Richtung oder Trainerkarten farmen. Irgendwie so war das. Aber da werde ich jetzt noch nicht hingehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in eine Arena. Ja, hier gibt es in diesem Spiel auch Arenen. Ihr seht es ja jetzt, das ist die Open World, so gesehen in Anführungsstrichen. Aber immerhin, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt gucken wir mal. Wir haben den Kampfclub, wir haben den Elektroclub, wir haben den Steinclub. Wir haben Fragezeichen, Fragezeichen, S-Haus. Wir haben Challenge Hall. Oder, ja, Halle, wie auch immer. Warum die das unbedingt dann auf Englisch nennen müssen, weiß ich auch nicht. Der Psycho-Club. Dann haben wir den Wissenschaftsclub und Feuer-Club. Und dann haben wir natürlich den Pflanzen-Club. Und den Wasser-Club natürlich nicht vergessen. Und natürlich der Pokémon-Dom. Ja. So, wo gehen wir als erstes hin? Wir haben natürlich Typ Pflanze gewählt als Deck, also das Bisasam-Deck. Das heißt für uns, wir werden jetzt mehr oder weniger mal in den Steinclub gehen und ein paar Steine zertrümmern. Oh, da kommt... Alter, ist das dein fucking Ernst? Der kommt jetzt schon direkt oder kann der überall? Ich weiß es gar nicht mehr. Nun, die Steinmedaille zu erlangen war nicht schwer. Wenn ich so weitermache, bin ich bald so weit, die legendären Pokémon-Karten zu bekommen. Was? Ach... Du bist es, Miss Aura Jumper. Was machst du? Das ist ein Deck. Versuchst du, die legendären Pokémon-Karten zu bekommen? Natürlich, was denkst du denn, Alter? Sonst würden wir das Spiel doch gar nicht spielen hier. Was? Das glaube ich nicht. Du, die legendären Pokémon-Karten. Diese Lache. Bring mich nicht zum Lachen. Ja doch, ich habe mich ja selber auch gerade zum Lachen gebracht. Also, hör gut zu. Ich bringe dir bei, um was es geht. Um die legendären Pokémon-Karten zu erlangen, musst du die 8 Clubmeister besiegen und die 8 Medaillen gewinnen. Dann musst du zum Pokémon-Dom gehen und die 4 Großmeister dort besiegen. Aber das ist unmöglich. Du kannst genauso gut gleich aufgeben und nach Hause gehen, weil die legendären Pokémon-Karten mir gehören werden. Ich habe schon die erste Medaille gewonnen. Siehst du, Miss Aura Jumper? Leute, ich kann die einfach nicht. So, gut. Ja, wir sehen's. Da ist quasi dieses Symbol für diese Medaille. Das ist quasi wie die Orden aus Pokémon. Was sagst du denn? Grüß dich! Willkommen im Steinclub! Dieser Club ist für Mitglieder, die Stein-Pokémon-Karten einsetzen. Die Stärke von Stein-Pokémon liegt in der Abwehr. Denn sie nehmen kaum Schaden. Oh, bist du sicher? So, bevor wir aber da reingehen, würde ich sagen, kämpfen wir gegen Elvis. Der sieht doch aus wie Elvis, oder? Seid mal ehrlich. Hi, ich bin Pascal. Ein Mitglied des Steinclubs. Ich habe gerade ein Duell beendet. Ich habe gewonnen. Ist ja klar. Die legendären Karten werden mir gehören. Wie sieht es aus? Möchtest du gegen mich antreten? Möchtest du gegen Pascal antreten? Nee, machen wir noch nicht. Wie? Hast du Angst vor mir? Komm jederzeit wieder, wenn du gegen mich antreten willst. Ja, wir gehen erstmal in den PC. Miss Aura Jumper hat den PC eingeschaltet. Oh ja, Leute. So, Kartenalbum. Da gucken wir jetzt aber nicht rein. Was wir jetzt machen werden ist... Oh, ich muss mich mal ein bisschen mehr gerade hinsetzen, Leute. Das nervt ein bisschen. Das ist, weil die Kamera so ein bisschen blöde schräge ist. Wir gucken jetzt mal die E-Mail lesen. So, wir haben 2 E-Mails. Weil sie aufblinken, bedeutet das für uns... So, Miss Aura Jumper, ich bin es, Dr. Mason. Hast du den Dreh des Sammelkartenspiels herausbekommen? Ich habe einige Informationen zu den Boosterpackungen. Wenn du die gleichen Karten sammeln möchtest, dann spiele mehrmals mit derselben Person, um eine bestimmte Boosterpackung zu bekommen. Wenn du das tust, kannst du die gleichen Karten sammeln. Das vereinfacht die Zusammenstellung eines Decks. Eine andere Möglichkeit ist der Card Pop.
was ist der Kartpop? Mit einem Freund. Leute, ey, so viele Anspielungen. Wenn ihr den Kartpop, ja, spielt, erhaltet ihr beide eine neue Karte, ja? Aber du kannst mit deinem, was mit jedem, was, Freund den Kartpop nur einmal spielen, okay? Also suche dir mehrere Freunde, die das Sammelkartenspiel für den Gameboy besitzen und spiele mit ihnen den Kartpop, um neue Karten zu erhalten. Oh, ich habe noch etwas für dich. Oh mein Gott, wir erhalten eine Boosterpackung. Das Pikachu Kolosseum. Oh, das war schon eine Anspielung auf Pokémon Kolosseum, Leute. Misora Jumper überprüft die Karten in der Boosterpackung. Oh, was haben wir denn Feines gezogen? Wir haben einen Nocturne. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wir haben ein Nidorino. Wir haben ein Yugong. Ein Radikal. Ein Abra. Nidoran männlich. Dann haben wir Magnetilo. Aber das ist gut. Nidoran männlich. Und dann haben wir nochmal Nidoran. Also Nidorino, ne? Das passt ja schon mal zusammen. Dann haben wir einen Trank. Dann haben wir einen Ponita. Eine Wasserenergiekarte. Ja, was? Okay, ihr merkt schon, da sind kaum Energiekarten dann drin. Ich werde dir wertvolle Hinweise per E-Mail senden. Außerdem werde ich jeder E-Mail eine Boosterpackung hinzufügen. Also überprüfe regelmäßig deine E-Mails. Mainzen Labor. Dr. Mainzen. Oh, er hat einen Zwinkersmiley geschickt. Das ist bestimmt hier dieses Kartenpop oder wie er das nennt. So, okay. Misora Jumper, ich bin's, Dr. Mainzen. Ich habe Informationen für dich zu Olafs Deck. Er ist der Meister des Steinclubs. Sein Steinschlagdeck. Ja. Ist sehr stark gegen Elektro-Pokémon, aber schwach gegen Pflanzen-Pokémon. Ich schlage vor, du schaust dir das Deck der Pflanzenmedaille. Was? Maschine an? Oh, bevor ich es vergesse, hier ist eine Booster-Packung für dich. Oh, Evolution oder Evolution. Ja, Misora Jumper erhält ein Booster, also eine Booster-Packung. Evolution, wie auch immer. Überprüft die Karten in den Boosterpackungen. Oh, wir haben... Alter, das ist ja mega geil, weil wir haben jetzt Nidoran, Nidorino und Nidoking. Und alles männlich. Ja, männlich, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir haben Rosana, wir haben Gerock, wir haben Geowatz. Nicht schlecht, also... Jetzt, also, sonst habe ich immer voll den Bullshit meistens bekommen, aber jetzt ein Krabi, ja... Wir haben Windhauch, ist auch ganz okay. Dann haben wir einen Pummeluff, noch ein Bisasam. Oh, sogar Kleinstein, Leute. Ohne Scheiß, jetzt haben wir die komplette Entwicklung. Ey, so viel Glück hatte ich noch nie. Und wir haben eine Pflanzenenergie. Eine Pflanzenenergie ist gar nicht mal so verkehrt. Ja. Misora Jumper, besiege Olaf, den Meister des Steinclubs. Mason Labor, Dr. Mason. Alter, der mit seinem Zwinker-Smiley, was soll das heißen? Was soll das bedeuten? Ich habe ein bisschen Angst. So, wollen wir mal gucken. Hi, Misora Jumper, möchtest du spielen? Die legendären Karten werden ohnehin mir gehören. Ja, das habe ich eben schon gesagt. Und wir wollen jetzt einfach gegeneinander battlen. Ja, wir wollen Kartenpop machen. So. Okay, wie beim letzten Mal. Ja, wir spielen um 4 Preise. Wie beim letzten Mal. Habe ich gegen dich schon gebattelt, ohne es zu wissen? Ist das in Ordnung? Okay, dann los. Oh, der guckt aber grimmig. Das ist so ein Arschlochkind. Ihr wisst Bescheid. Dein Club-Mitglied, Pascal, harte... Was? Harte Pokémon-Deck? Was? Harte Pokémon-Deck? Jeder Spieler mischt das Deck des Gegenspielers. Oh. Leute, Kopfkino. Jeder Spieler zieht 7 Karten. So. Ich werde jetzt das nicht alles vorlesen. Warum haben wir jetzt Kingler? Wir haben doch ein Pflanzendeck. Macht das jetzt Sinn oder nicht? Naja, ist mir egal. Wir gucken jetzt erstmal, was setzen wir denn ein? Also wir haben Bisasam. Achso, wenn man Select drückt, kann man das hier alles mischen. Das ist mir jetzt auch irgendwie neu. Ich dachte, man kann dann nochmal auf die Karte zugreifen. Wenn ich jetzt drücke... Ah, da kann man überprüfen. So, wir brauchen 2 für Egelsam. Aber wenn wir Egelsam... Ja, wir haben 2... Leute, wir riskieren es einfach mit Bisasam, Leute. So, natürlich, Bisasam. Stimmt's, BK? Solltest du diesen Part überhaupt sehen? So, okay. Dann würde ich sagen... Ja, Raupi auch noch. Ja, hier war Raupi noch gut, Leute. Ohne Scheiß. Ja, Nidoran weiblich und ein Krabi, wenn es sein muss. Wir haben sogar Kingler auf der Hand. Das ist gar nicht mal verkehrt. Was brauchen wir eigentlich für ihn? Wir brauchen Dreschpflege und einen Krabhammer. Ja. Warte mal, ist das seine rechte Ja, doch, sein... Ja, doch. Ja. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. So, gut. Wollen wir mal anfangen. Ich werde noch später auf gewisse Sachen eingehen.
dieses Duell werde ich noch so ein bisschen mitverfolgen, ein bisschen mitfiebern, sagen wir es mal so. So, mal gucken. Der Minzwurf entscheidet natürlich. Und glaubt ihr, wir fangen an? Ich glaube nicht daran, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wir gucken mal. Da! Es fängt schon an. Was habe ich gesagt? Ich wusste es. Es wird noch öfter passieren. Ich sag erstmal nichts. Ja, ich weiß, dass ich als zweites am Zug bin. Aber das bedeutet, glaube ich, dass wir eine Karte mehr ziehen dürfen oder durften. Ich weiß es nicht mehr genau. So, und eine Kampfenergiekarte auf Onyx hat er gelegt. Oh, der kann schon direkt Steinwurf mit Onyx. Das wusste ich gar nicht mehr. Oh ja, diese Special-Effekte. Da kommt Nostalgie hoch, Leute. Ohne Scheiß. Das macht richtig Spaß gerade. Okay, oh, wir haben noch einen Visasamen gezogen. Ja, ich glaube nicht, dass wir es auf die Bank setzen sollten. So, wir müssen nämlich mit Visasamen erstmal gleich sehr viel Energie wieder zurückholen. Weil das ist das Gute an Egelsamen. Man heilt sich, glaube ich, 10 KP, beziehungsweise 20, glaube ich, weil wir im doppelten Schaden machen. Aber das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen auch fertig gehen. Wir können nämlich leider nichts weiter unternehmen. Ach ja, Onyx, Leute. Also, ich weiß nicht warum, aber Onyx mochte ich nie, aber Stardos oder Stellis? Nee, Stardos, ne? So hieß der doch. Die Weiterentwicklung, die fand ich ganz cool. Also, die habe ich gefeiert. Ohne Scheiß, ich war so stolz auf mich, wo ich das in Gold und Silber damals hatte, weil man musste das ja mit den Stahlmantel, glaube ich, oder Metallmantel war das, musste man ja tauschen mit jemandem, wo man sich so denkt, what the fuck, warum? Das war eine schöne, nette Sache, aber da musste ich immer den Gameboy von meinem Bruder nehmen, damit ich hin und her tauschen konnte. Beziehungsweise, ich hatte auch einen Kumpel, der hatte das, aber der war halt manchmal nicht zur Verfügung und dann musste ich dann halt da tauschen und, ja, da gab's das noch nicht mit Internet. So, jetzt lass mich mal überlegen. Wir haben noch eine Energiekarte, ne? So, bevor Bisasam jetzt gleich abkratzt, holen wir uns jetzt erstmal Energie zurück. Die Egelsamen, Leute! So, 40 Schaden aufgrund der Schwäche. Ihr habt's gesehen. Oh, wir heilen uns doch nur 10. Naja, immerhin. Der gute Pascal. Aber er wird gleich nichts mehr zu lachen haben, weil er macht uns immer nur 10 Schaden und wir machen ihn 40 Schaden. Und das Lustige ist, wir heilen uns immer 10 KP. Also, es ist quasi, ja, es ist so, als wenn er uns quasi nichts anhaben könnte. Wir haben noch eine Pflanzenenergie. Ich glaube, die gebe ich Raupi. Ja, ich weiß, man denkt sich, warum gibt es denn nicht dieser Samen? Aber Leute, Raupi muss auch mal irgendwie drankommen, oder? Wenn nicht schon wirklich in den Pokémon-Editionen, dann hat Raupi es hier wenigstens verdient, ein bisschen mal einen auf Obermacker zu machen. Den Wurm raushängen zu lassen, sagen wir mal so schön. Mit seinem Fadenschuss, wenn er gekommen ist. So, okay. Mit seiner Energiekarte. Ja, ich glaube, konnte Onyx nur Steinwurf? Oder wie viele Energiekarten brauchte er, um noch irgendeine Attacke ausführen zu können? Oder gab es sogar noch eine bessere Onyx-Karte? Schade, dass wir jetzt nicht diesen Pokémon-Züchter haben. Durch den Pokémon-Züchter könnte man quasi Bisasam überspringen, weil Pokémon-Züchter als Bisasam zählt. Aber dazu kommt man später noch. So, Onyx, auf Wiedersehen. Hasta la vista, Baby. Es hat sich ausgeschlängelt. Ja. Ja, ist kampfunfähig. Und wir dürfen uns den ersten Preis nehmen. Ihr seht, hier sind nur 4 Preise. Oh, eine Wasserenergiekarte. Wird auch mal Zeit, damit Krabi auch mal ein bisschen blubbert. Okay, ja, ein Kleinstein. Was willst du für Kleinstein, mein Freund? Was für Sinn? Nein, nein, ist das mit gelähmt, ne? Bitte nicht. Ey, ich hab's euch gesagt. Ohne Worte, ohne Scheiß. Es ist wirklich. Ach nee, Moment. Das war jetzt total. Ah, vergiss es, vergiss es. Das war eigentlich gut für mich. Ich hab das jetzt gerade. Ich war schon, da merkt man schon, ich habe diese Einstellung direkt so, wir kriegen sowieso immer nur Zahl. Beziehungsweise es war ja eigentlich diesmal schlecht für ihn und für uns gut. Ja, das habe ich gerade ein bisschen verwechselt. Aber okay, ein bisschen failen muss man ja auch, ne? Man kann ja nicht perfekt sein. Wir gucken jetzt mal. Wir nehmen jetzt diese Wasserenergiekarte und ich würde sagen, wir geben sie Krabi. So. Was machen wir als nächstes? Sollen wir Kinder mal entwickeln? Oh, der könnte sogar schon direkt. Ja, komm, machen wir einfach mal. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, ob er gleich noch irgendwas aus dem Hut zaubert. Sagen wir es mal so. Und jetzt. Friss Egelsamen. Oh ja, du wirst besamt, mein Freund.
Schade, dass es nicht den Effekt schon allgemein hat, dass er dann pro Runde dann irgendwie nochmal 10 verliert. Aber das ist ja eigentlich pro Runde, weil man die Attacke ja nochmal startet. Es sei denn, man hätte natürlich ein anderes Pokémon, aber naja. Genau, das hätte ich jetzt mal vorlesen können. Zugefügte Schaden wird um 20 Schadenspunkte reduziert, nachdem was Schwäche und Resistenz abgerechnet wurden. Ja. Ihr seht, er heilt sich jetzt quasi. Die 20, so gesehen. Genau. Wirf eine Münze. Bei Kopf kann das verteidigende Pokémon Rihorn während des nächsten... Genau. Das war ja jetzt eben... Ne? Ich vergesse manchmal die Texte vorzulesen, aber Leute, habe ich auch nicht unbedingt Bock drauf, weil ihr merkt ja schon, wir sind gerade mal beim ersten Kampf in diesem Part und ja, ich habe so viel zu erzählen und ich möchte auch nicht, dass das Projekt so schnell vorbeigeht. Ich habe da richtig Bock drauf. Raupi, dieser Samen. Ja komm, ja, das setzen wir noch auf die Bank und ich würde sagen, dann greifen wir ihn nochmal an. Und adieu, Rihorn. Es hat sich ausgehornt. Er ist nicht mehr horny gleich. Aber stimmt, er hat gar... Warte mal, was hat der eigentlich nochmal für eine Schwachstelle? Hat der nicht auch Pflanzen? Oder warum verliert er so wenig? Ach nee, Moment, der hat doch diesen Defender. Stimmt, das war gar nicht, dass er sich heilt, sondern dass er weniger Schaden annimmt. Ja, man merkt, ich bin da wirklich nicht mehr so ganz drin in dem Spiel. Aber wie gesagt, aus Fehlern lernt man. So. Jetzt nämlich. Das war nur wegen diesem einen Angriff, dass es dann ihm geholfen hat. Oh ja, wir nehmen das. Oh, ja, Yugong, Leute. Habt ihr gesehen? Aurora-Strahl. Ja, wir haben ein... Nee, was? Er hat Kleinstein eingesetzt. Aber Kleinstein hat eigentlich gar keine Chance gegen uns. Und Fragosso. Warum hast du immer so viele Pokémon, die immer so viel KP haben, Alter? Mach mal irgendwie was anderes. Das geht mir total auf den Sack hier. Ja, was denn? Ja. Oh, wir können sogar... Moment. Ja, da braucht... Ja. Da braucht man noch eine Energiekarte, aber die haben wir jetzt gerade nicht. Greif. Ich hab's doch schon gesagt, mit dieser Samen kann man eigentlich schon alles, ja, wegfegen. Der nimmt einfach alles auseinander, unser guter Visasam. Oh yeah. Hast du einen Pummel? Ah ne, wir haben einen Pummelluft gezogen und Evoli. Damit kann ich nichts anfangen. Also ich bin so froh, dass wir wenigstens schon direkt am Anfang so gute Energiekarten gezogen haben. Sonst hätten wir nämlich ganz schön alt ausgesehen. Und er hat jetzt glaube ich nur noch eins und ich glaube, der hatte noch ein paar Pokémon auf der Bank, ne? Hattest du noch? Ja, ich glaube schon. Der Pascal ist nicht so dumm, wie er aussieht. Ja, komm. Der Nidoran. Mein Nidoran. Unser Nidoran. Euer Nidoran, wie auch immer. Wir haben eine Wasserenergiekarte. Kingler, du bist jetzt feucht. Ja, so. Okay, Kleinstein. Nächste Runde bist du down und wir haben das Battle gewonnen. Ich weiß gar nicht, konnte man eigentlich die Texte schneller drücken, beziehungsweise dass es schneller ging. Ich muss jetzt gleich mal gucken in den Optionen. Ich glaube schon, dass das ging. Genau, er hat Bill benutzt. Das erinnert mich immer an Krug der Gier aus Yu-Gi-Oh! Da konnte man, glaube ich, auch zwei Karten ziehen. Aber die wurde ja später dann, glaube ich, verboten. Ja, ich glaube schon. Irgendwie so. Fragosso zu Knogger. Oh. Oh. Jetzt haust du aber wirklich in die Tasten. Aber das wird ja doch eh nichts bringen. Es sei denn, du tauschst aus. Nee, tauscht er nicht. Okay, er lässt uns die Chance. Ja, man merkt, es sind noch am Anfang die entsprechend, ja, Typen. Wir haben hier den Pokéball. Und mit dem Pokéball, was? Erfolgsüberprüfung, Trainerkarte. Genau. Ob wir jetzt Kopf kriegen oder nicht, werden wir sehen. Ich will gar nicht hingucken, Leute. Wow! Alter, wenn ich nicht hinschaue, dann wirkt es ja. Also ich sollte öfter nicht hinschauen. Wähle eine, was, Evolutions- oder Basis-Pokémon-Karte aus deinem Deck. So, das ist nämlich eine ganz gute Sache. Jetzt können wir mal gucken, was wir so im Deck haben. Ne, gehen wir mal einfach mal durch. Haben wir ja jetzt gar nicht gemacht gehabt. Das hätte ich euch mal eigentlich zeigen können, aber dann sehen wir es jetzt halt. Oh, wir haben sogar ein Aquana, Leute. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Genau, Professor Eich ist auch eine ganz gute Karte. Kommen wir später alles noch zu, also... Je nachdem, ne, wenn die auch zum Einsatz kommt, muss ich jetzt nicht unbedingt alles durchgehen, das ist auch ein bisschen langweilig.
So, was haben wir denn noch hier alles Feines? Kangama kann je nachdem auch, glaube ich, ganz gut sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, wir müssen uns ja eine aussuchen, ne? Sollen wir mal Kangama nehmen? Dann können wir auch direkt mal gucken, was es so drauf hat. Ah ne, wir können es auch überprüfen. Genau, wir haben den Kometenhieb. Der ist relativ gut. Adoptieren. Naja, kann man, ne? Kann man sich drum streiten. Ja, komm, nehmen wir einfach mal. Scheiß drauf. So, dann müssen wir nämlich unser Deck mischen, weil wir ja quasi gesehen haben, was wir als nächstes bekommen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir greifen nochmal an und aus der Vista, Baby! Kleinschein erhält 40 Schaden aufgrund von Schwäche, bla bla bla, hau rein. Und wir nehmen den letzten Preis und ja, Pascal. Die Entscheidung, wir sind der Sieger und Pascal ist der Verlierer. Okay. Wenn ich so weiterspiele, werde ich die legendären Karten nie erhalten. Und wir haben ein Booster-Pack bekommen, das ist auch sehr wichtig. Rätsel, ja. Okay, Rätsel. Mr. Roller Jumper überprüft die Karten in der Booster-Packung. Wir haben ein Raichu. Wir haben ein Razaf. Ich weiß gar nicht, hatten wir ein Pikachu? Nee, ich glaube nicht. Razaf, ja, Mankey hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Snoopy Cut. Ja, doppelte Farblos-Energie. Das ist mega gut. Richtig, richtig gut. Also das müssen wir auf jeden Fall ins Deck tun. Oh, wir haben Mankey. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Wir haben ein Bullpix. Ja. Da fällt mir noch eine kleine Story ein zu Vulpix. Ihr werdet mich jetzt dafür hassen, aber Leute, ich muss sie einfach erzählen. Ich weiß, es ist der dümmste Tausch in meinem Leben gewesen, aber Leute, ihr müsst verstehen, wie alt war ich da? Ich glaube 7 oder so. Und, nee, ich glaube 8. Stimmt, kam ja 98 raus, ne? Ja, genau. Da war ich 8. Und ohne Witz, ich hatte in einem Booster-Pack, hatte ich Volona. Und das Witzige war, da war jemand und der wollte es gegen Starmie tauschen. Und ich denke mir so, ja, Starmie ist ja besser eigentlich, ne? Weil, wegen Schwäche und so weiter. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht gehabt. Und dann dachte ich mir so, nein, das kann nicht dein Ernst sein, ne? Ich war so richtig dämlich in dem Moment, ne? Ich habe mich so richtig aufgeregt. Ich reg mich bis heute noch darüber auf. Ey, ich... Nein, Leute, jedes Mal, wenn ihr Volona seht, ihr wisst Bescheid, dass... Das verfolgt mich seitdem her. Seitdem habe ich nie wieder einen dummen Tausch gemacht. Ohne Scheiß. Seitdem habe ich wirklich immer überlegt, was ich tausche. Wenn überhaupt. Ja, wir haben ein geheimes Fossil. Das ist auch so eine Karte, die muss man halt benutzen, wenn man dann halt ein Fossilien-Pokémon spielen möchte. Ja, Mauzi, Rihorn, Nidoran, in weiblich, bla bla bla. So, und eine weitere Booster-Packung. Rätsel. Mr. Roller Jumper überprüft die Karten in der Booster-Packung. So, wir haben Lab. Wir haben sogar ein zweites Booster-Pack bekommen. Das bekommt man nicht immer, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben ein Lapras. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ein Blitzer. Ja, Mr. Fuji. Was konnte der nochmal? Wähle ein Pokémon auf deiner Bank. Mische es und alle darauf abgelegten Karten in dein Deck. Ja. Ja, Nidorina. Nochmal ein Mankey. Okay, wenn man davon spricht. Kabuto, dann Mauzi. Nochmal ein Vulpix. Hör auf. Traumato. Ja, ist ja auch traumatisch. Und eine Wasserenergiekarte. Unser nächstes Duell gewinne ich. Ach ja, bist du sicher? So, ja. Ich würde sagen, den Part beende ich dann. Im nächsten Part werden wir, ja, mehr oder weniger nicht unbedingt auf die Karten eingehen, außer wenn mal ein paar neuere sind. Tut mir leid, dass es wieder so ein kurzer Part war, beziehungsweise dass ihr nicht allzu viel gesehen habt. Aber ich will ein bisschen mit euch quatschen, habe ich ja gesagt. Habe ich auch richtig Bock drauf. Sonst würde ich dieses Projekt gar nicht machen, wenn ich hier so versteift, krampft irgendwie bin und keine Ahnung. Wir müssen das noch schaffen, müssen das noch schaffen. Leute, ja, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaut wieder ein, wenn es wieder heißt. Pokémon Training Card Game ist der neue Scheiß. Haut rein!